Ahoi Leute und willkommen zu den Minecraft Cache Zeugs da. Ich hab grad noch F3 mitgedrückt, deshalb diese Minecraft Cache Memory, was auch immer. Ich hab grad bei Tasten gleichzeitig gedrückt. Willkommen zu Megamine. Wir sind hier mal auf dem Server, es ist gerade Nacht. Heute ist der nächste Relive-Tag. Ja, und wir haben jetzt vor, beziehungsweise ich hab vor, und da ich der Chef hier bin. Alter, wieso sterben die alle? Wir brauchen Dschungelholz, nehmen wir nicht, ne? Dschungelholz, das brauchen wir zum Anbauen. Ich habe jetzt ein paar Holzstacks, also normales Holzstacks. Dann gib mir mal zwei bitte ab. Ich habe nur zwei Holz. Ich habe jetzt 2,5 Stacks etwa. Warte mal kurz. Das sollten wir eigentlich nicht in der Aufnahme machen. Was? Unsere Kiste öffnen. Du öffnest die Kiste? Ja, ich weiß. Warte mal, hier sind noch Chicken Breast drin und hier ist nichts mehr drin. Okay. Ich habe noch 37 Charcoal dabei, nein, 31. Obwohl am Tag zu, in der Nacht zu, sagt man so wie Scheiße. Ja, lass uns ein bisschen jagen gehen. Dann packe ich erstmal nur so hier mit rein. Weil das macht vorne ist ein Creeper, Spaß. Ich hasse es, wenn Creeper in der Nähe wo? Meiner Stadt. Wo? Wo bist du? Freddy? Wo ist der Creeper? Hinter diesen zwei Stück, drei. Jetzt habe ich ein Problem. Ich hasse es, wenn Skelette mich angreifen übrigens. Ja, nee. Wie ihr seht, haben die gerade, also er hat gestern noch ein paar mehr aufgenommen, weil er noch nicht schlafen wollte. Und ja, er hat hier so einen kleinen Garten noch gebaut. Also, genau, ich habe hier so ein paar Blumen angebaut. Die fand ich sehr schön. Da hinten sind noch zwei Creeper, habe ich zum Beispiel einen Bogen. Ich habe einen Bogen und keinen Pfeil. Ich habe einen Pfeil und keinen Bogen. Einem Teil kann man aber nicht viel anfangen. Oh, Freddy! Was? Du musst auf ihn zurennen, ihn schlagen und nach hinten weglaufen. Oh, ich versuch's. Unfähig wie Freddy. Nie gesehen. Wo ist denn der scheiß Skelett? Ach, da. Ich habe übrigens Sounds alle ziemlich weit runtergestellt. Aber Freddy, man hört so gut wie gar nichts mehr. Wie, man hört so gut wie gar nichts mehr? Bei mir. Okay. Also ich höre das Spiel noch ein ganz normal Lautstärke, aber in der Aufnahme ist so wie tot leise. Okay. Wollen wir den Boden hier nicht direkt ausbauen, das Loch komplett? Ja, drauf geschissen. Spawnt eh nichts drin. Aber wenn wir da irgendwie was ranbauen und dann ist da plötzlich alles weg, dann müssen wir alles neu machen. Drauf geschissen. Danke, nee, hier auch mir gestern nicht gegeben. Ja, und hier ist nicht da, weil er noch keine Zeit hat. Genau, der arbeitet noch. Und, wo wollen wir unser Lagerhaus hinbauen? Hier? Was? Hier? Luciana Everdeen, die hat nach Facharbeit scheiße. Die sie vor zwei Tagen hätte abgeben müssen. Ja, wahrscheinlich will sie einfach nicht mit uns spielen, weil sie uns hasst. Ja, vor allem mich. Ja. Ich habe sie gestern nicht zweimal umgebracht, nein. Ich habe dich auch nicht gestern umgebracht, dass du die ganze Zeit wieder zurücklaufen musstest. Im Glück sammelt er die Sachen nicht auf. Welche Sachen? Ich hab hier gerade. Wow! Hä, was Alter! Zur Hölle? Was für ein Mega-Lag! Bist du noch da? Ja. Ich hatte gerade übertrieben. Ich auch. Warte, ich hau ihn weg. Alter, wie schlecht die alle sind! Ich glaube, ich hab gerade einen Creeper gehört. Ich weiß nicht. Ich bin bisher nur an meinen Freunden gestorben. Doch, gestern bin ich auch noch an zwei Skeletten gestorben, drei. Ich glaube, das sieht man nur in meiner Aufgabe. Hast du eine nicht. Hau? Ja. Jörg hat drei. Oh, unsere erste Melone ist gewachsen. Ja, wir hatten gestern schon einen abgefarmt, übrigens. Meine erste Melone ist gewachsen. Und übrigens auch genau da. Da liegt sie. Ja, weil das ist die Wooden Hau. Nichts Besseres? Schnauze. Die ist, das ist ja auch die erste, die ich ausgebaut habe. Die ist ja schon am längsten da. Ne, weißt du was? Hier müssen wir noch runter. Wir bauen zwischen Lagerhaus und Feld noch einen Weg, ne? Dann ist unser Lagerhaus aber winzig, ey. Ich würde, was? Warte mal, ich baue unser Lagerhaus ein bisschen weiter nach hinten aus. Ja, ich würde unser Lagerhaus auch eher hier hinbauen, so. Wohin? In den Bereich. Warum? Also jetzt hier so in unsere freie Fläche. Willst du es wirklich direkt vor der Tür haben? Klar. Ich würde direkt vor der Tür lieber so eine Art Garten haben. Vorgarten das hier halt. Ist ja nicht unser Haus, das hier ist jetzt nur die Farm. Ja, eben. Doch. Einen schönen Bauerngarten vor. Ah, fuck, juckt mich das gerade. Okay, geht wieder. Ja, ich würde hier unser Dingshaus machen, dann kannst du da meinetwegen Garten bauen und hier bauen wir dann hier das
vor uns auf. Okay, wir müssen ja sowieso noch expandieren, die Felder nach hinten. Machen wir auch. Die Felder kommen alle nach hinten expandiert, ne? Ja, die sind ja eh nur zur Zierde. Und ich finde die Rosenbüsche übrigens übertrieben hässlich da. Die vorm Haus oder die da? Nein, die hier, wo ich gerade. Ja, hier hinten bei den Feldern. Die kommen einfach gar nicht zur Geltung hier hinten. Und, ich hab die eigentlich extra hier hingestellt. Ich hab gestern noch fleißig die Hühner gefarmt. Ich hab die jetzt schon ein paar gefüttert wieder. Ich bin fast tot. Also du hast ein Problem damit, wenn ich da jetzt den Dingens hinbaue. Ja, eigentlich schon, also. Warum? Ich würde das woanders hinbauen. Ich finde das passt da. Ich hab keine Schaufel. Hast du auch gerade so übertriebene Lags? Nee, jetzt gerade geht's wieder. Also ich hab grad Todeslag, ich kann mich keine 2 Meter bewegen. Ja, das hatte ich gestern. Der Server ist halt nicht flüssig. Danke. Ja, vielleicht hätte man einfach mal einmal durchfliegen müssen und alle Chunks rendern. Wäre mal eine Idee gewesen, ne? Hätte man machen können. Kohle haben wir noch, ne? Aber ich glaube, das ist ziemlich egal. Ja, ich habe noch 31 dabei. Warte, kriegst du gleich. Nein, eigentlich nicht. Das sind ja meistens die neuen Chunks. Hier, da. Rendert. Ich habe zum Beispiel gerade keine Lags. Schon. Da hinten hat einer Zuckerrohr angebaut. Zuckerrohr wächst ja normal, aber... Ja, aber das sind zwei Fackeln. Das war wahrscheinlich Jörg. Jörg, was machst du? Ich hab schon... Alter, wie schnell verliert man auf diesem Server bitte Hunger? Was? Ich fress jetzt schon das dritte Chicken in dieser Aufnahme. Ja, du musst halt ein bisschen... wenn dir jetzt zum Beispiel zwei Teile... zwei Essenspunkte fehlen, dann würde ich... Also dann müsstest du ein Fleisch essen, weil dann... Du musst dich ein bisschen überfressen. Ich weiß. So bin ich. Ich mach das die ganze Zeit. Ich fress die ganze Zeit zwei Chicken. Also ein Chicken, wenn ich 2 Punkte weniger hab. Okay. Habe ich mein Holz da alles hingelegt? Ja, aber ich renne ja auch die ganze Zeit gut. Daran könnte ich. Wollen wir uns eigentlich jetzt so demnächst mal einen Timer stellen? Ach, du hast immer noch keinen gestellt. Ja, mach du doch mal einen. Du hast auch ein scheiß Smartphone. Ja, warte, da muss ich kurz entsperren. Ich habe eine Nachricht gekriegt, die ich jetzt nicht lesen werde. Einen nach rechts. Nicht einen nach rechts. Okay, dann mach ich jetzt noch 15 Minuten, ne? Jo. Stoppuhr, nein, Timer. 15 Start. Gut. Okay, ich habe übrigens Goldklamotten an. Hat man ja gestern bei mir gesehen. So, wo willst du jetzt das Lager aus hinbauen? Hier hin. Also ich würde das dann jetzt in etwa hier so hinbauen. Von hier bis... Wie viele Kisten wollen wir haben? 2 an jeder Wand, würde ich sagen. Also 2 an der, 2 an der Querwand, okay? Ich würde sagen, hier bauen wir dann Kisten. Also ich markiere dir jetzt nur den Boden. Ich kümmere mich um die Kisten, okay? Okay, kommt hier die... Moment mal. Also hier kommt dann eine Doppelkiste hin. Hier kommt eine Doppelkiste hin. Dann kommt hier die Tür hin. Und dann kommen hier so wieder weiter. Doppelkisten hin. Ja, genau. Warte mal, du willst das Lagerhaus jetzt echt so riesig gleich bauen? Ja, wieso nicht? Ich würde mal sagen, wir bauen erstmal nur bis zur Tür. Das lassen wir erstmal hier und hier lassen wir erstmal frei. Und dann können wir nachher noch nach hier expandieren. Okay. Wir brauchen nicht von Anfang... Alter, jetzt hab ich... Alter! Ja, hab ich auch gerade. Ich wurde hin und her geportet. Erzähl mal, wie willst du die Stadt ausbauen? Also hier ist ja sozusagen unsere Grundhütte, unser Bauernhaus. Ja. Wie willst du das von hier aus machen? Dann würde ich jetzt, als hier, nach hinten geht der Garten, also unsere ganzen Felder und so weiter, ja. Dann bauen wir hier unser Lagerhaus hin. Da vorne geht es zu einem Seehaus, zu einem Steg. Ja. Also wo wir dann angeln können und sowas. Und dann würde ich sagen, da hinten bauen wir noch irgendwie dann so zum Tränkebrauen was hin. Dann geht man hier weiter, kommt man hier in, da vorne ist ein Skelett, ein Wohngebiet würde ich sagen oder irgendwie sowas. Rechts und links Häuser so an der Straße. Ja, und dann halt, dass man die Grundstücke dann halt so einteilt und dann halt noch so, vielleicht so schön aussehende Gebäude wie zum Beispiel eine Schmiede oder so, die für alle zugänglich ist. Gut, bin ich dabei, machen wir so. Bin ich einverstanden mit. Ich baue jetzt erstmal das Lagerhaus ein bisschen aus. Und ich bin nicht mit deinen Kisten einverstanden. Wieso? Also doch, ich bin damit einverstanden, aber ich werde es noch ein bisschen umändern. Wie willst du es machen? Sag doch mal. Wollen wir 2 Kisten übereinander haben oder 3? Ich würde sagen, wir bauen 2 und dann kommt erstmal ein Stockwerk. Und wenn wir die Kisten dann voll haben, können wir das nächste machen. Du weißt, dass man Kisten direkt übereinander setzen kann, ne? Man muss die nicht mit einem Block. Doch, kann man. Nein, konnte ich nicht. Ich habe 2 Kisten übereinander gesetzt, ging nicht auf. Warte, muss ich kurz gucken.
Also bei Hero ging's. Ich weiß nicht, ob das ein Mod war, der bei Hero eingesetzt worden war. Und wir sollten vielleicht nicht so viele Kisten am Anfang bauen. Ich baue jetzt einfach mal 3. Reicht ja zum Testen. Moment, hier muss frei sein einer dann. Moment, ich bin wieder da. Ich muss schon wieder was essen. Ich habe schon wieder 3,5 Hunger. Bei mir geht's eigentlich. Doch, ich kann da ran. Okay, aber dann habe ich wohl irgendwas falsch gemacht, weil ich konnte das nicht machen. So, wir bauen 3 Kisten übereinander und da kommt ein neues Stockwerk. Und das Stockwerk müssen wir dann mit Treppen bauen. Also mit einem Slab sozusagen. Und wie machen wir das dann mit den Beschilderungen? Die Beschilderung, warte, das zeige ich. Du machst jetzt gerade falsch übrigens. Was machst du da? Siehst du gleich, warte einfach kurz. Die Kiste kommt hier hin. So da. Siehst du gleich, warte einfach kurz. Zack. Da willst du dann hier so 3 Schilder ranklatschen. Ja. Okay. Moment, dann kommt hier eine Wand. So, dann kommt hier ja noch eine Kiste hin, ne? Ja. Und dann kommt da das Schild hin. Ja, okay. Und da kommt auch eine Säule hin. Wo kommt eine Säule hin? Warte, zeige ich dir mit diesem Holz. Das war nicht so gut. So, dass die Kisten sozusagen eingefasst sind. Ja, okay, dann. Machen wir es dann noch so, oder wie? Dass wir dann... Ja, das sieht dann aber... Dann brauchen wir 3 Platz für die Kisten immer. Das sieht aber das wird dann voll unsynchron. Wir brauchen nur einen Platz für die Kisten normalerweise. Na, wir machen doch Kiste. Also, hier kommt eine Kiste hin, hier kommt eine Kiste hin, hier kommt das Schild. Dann ist hier Kiste, hier Schild wieder. Ja. Ja, warum machen wir es nicht einfach so, dass wir es dann Platz, also dass wir mehr Platz dann brauchen, dann einfach Kiste, keine Kiste, Kiste und dann hier die Schilder hinpacken. Warte, ich muss es mir gleich nochmal angucken, ich hab's gerade nicht gesehen. Erzähl's nochmal. Also wir packen hier eine Kiste hin, hier bleibt frei und dann packen wir die nächste Kiste. Und hier zwischen kommt dann das Schild. Das können wir auch machen. Also mach ich das im Singleplayer und das sieht, finde ich, hübsch aus. Entschuldigung. Ich wollte die Kiste abbauen. Du bist auf einmal nach vorne gerannt. Ja gut, dann lass uns das so machen. Ich habe noch eine Axt dabei, glaube ich. Ja, hier. Ja. Meine ist aber auch fast kaputt. Okay. Dann. Dupdi-dupdi-du. Ich habe übrigens Angst vor Creepern. Dann wollen wir hier weiter. Was machst du da? Nehmen wir das falsch. Stimmt. Wir müssen einen müssen wir freilassen. Wir können auch trotzdem Holzboden lassen. Hallo, hier kommt die Wand hin. Hier, genau hier. Ja, ach nee, die Wand kommt hier da. Holzboden schon mal haben. Warte. Die Wand kommt jetzt hier, ne? Ja, wieso machst du unter den Wand Holz? Ja, was machst du denn das da? Das ist Holzverschwendung. Ja, scheiß drauf. So was macht man nicht. Es soll schön aussehen. Man sieht's nicht. Es soll sich schön, aber Moment mal, wo wollen wir denn die Tür hinmachen? Wollen wir die denn hier hinmachen? Ja, genau, hier. Hier, genau hier. Na, eine Tür reicht ja, ne? Ja. Gut. Ich habe keine Sounds mehr. Jetzt habe ich wieder Sounds, ich habe keine Axt Alter, mehr. Alter, das lag todesschlimm. Ja, Mann, das ist todesnervig. Weißt du, du stehst auf einmal so rechts neben mir und plötzlich bist du genau an der anderen Seite, wo ich gerade bauen wollte. Ja. Du hast gerade von ungefähr 10 Blöcken Abstand einen Block weggebaut. Wie viele Kisten wollen wir in die Länge machen? Also, lass uns das erstmal so einen quadratisch praktisch guten Raum machen, sozusagen. Ja, der ist nicht quadratisch, weil ich hier zwei länger würde. Ja, halt durch. Bis auf das hier. Das ist ja einfach... Also willst du erstmal einen Viererraum nur haben, so einen kleinen. Warte mal, dann haben wir da 8 Kisten. 10, 12 Kisten. 12 Kisten wären das. Laut Adam Riese. 12 Doppelkisten, oder wie? Genau, 12 Doppelkisten. Würden reichen, oder? 4, 8, 12. Würde reichen, oder? Jo. Erstmal schon. Wir können aber trotzdem 3 Kisten übereinander machen. Sieht aber scheiße aus dann. Wir können aber die Schilder hier dran klatschen an die Säulen. Ja, aber dann sieht das nicht so hübsch aus. Können wir gern machen. Gut, weil dann haben wir mehr Platz. Dann haben wir 3, 6, 9, 12, 15, 18 Kisten. Das ist dann schon schön. Ja, und dann müssen wir jetzt hier weiterbauen. Ich hab kein Holz mehr. Ach doch, ich hab kein Inventory Tweaks. Ups.
Passt das überhaupt jetzt? Ja, passt. Oh! Das ist mega nervig, so zu bauen. Ja, Mann. Oh mein, nein, hier muss ja sowieso links hin. Du willst ja kein Holz verschwenden. Nee, will ich nicht. Ja, genau, du jumpst einfach da durch, wo ich gerade lang baue. Und dann baue ich da einfach nicht. Und dann machen wir da drüber noch eine Schicht und dann... Du hast die Säulen gebaut. Hä? Nichts. Einfach nichts. Was denn? Alles gut. Okay, das verwirrt jetzt hier. Warum das hast du... Das ist nur, um mich hochzubauen. Ach so, gut. Weil, Moment, wir wollten ja immer so... Stimmt, wir wollten immer Holz freilassen. Aber wann? Meinst du das mit den Säulen? Was mit den Säulen? Ich meine, die äußeren Säulen, ja, genau. Wollten wir doch mit dem dunklen, also genau, mit dem Stamm. Genau. Ich baue mir auch kurz eine Axt. Wir brauchen dringend Diamantsachen, ey. Jörg wollte uns gestern schon Diamanten farmen gehen. Aber? Wir sind nicht so weit gekommen, bevor mein Speicher aufgebraucht war. Ich mach gleich mal 3 Äxte. Das hasse ich bei Minecraft. Man hat das ganze Inventar immer mit Waffen zugeklatscht und mit Werkzeug. Habe ich eigentlich nie. Ich immer. Ich habe immer mindestens 3 von jeder Sorte dabei. Was baue, wo ich dann immer so alles abbauen muss. Ansonsten habe ich eigentlich immer alles schön säuberlich gehabt. Ist das Dach für dich okay? Also, dass es erstmal so aussieht? Ja, ich werde da später irgendwann, wenn wir genug Lehm haben und genug Kohle und so weiter, ein Ziegeldach drauf bauen. Okay. Ich mag nämlich rote Dächer und Fachwerkhäuser. Weil ich vielleicht auch in einem wohne. Möglicherweise. Ich auch. So, ja, wow, hier ist dunkel drin. Ich hab keine Wackeln, hast du Fackeln? Alter, wie schlecht sind die denn? Ist das spät? Ist das spät? Gut, ich geh mal ein paar Kisten bauen. Aber es sieht richtig hässlich aus, wenn hier dann so Dings sind, dann die Tür. Ja, deshalb macht man die Wand eigentlich auch ein weiter raus. Ja, warum haben wir es nicht gemacht? Weiß ich nicht. Kannst du nachmachen. Ich mach's gerade. Dann kannst du eine Wand von innen abbauen. Und lass die Säulen gleich stehen, dann können wir da gleich Kisten hinballern. Vorübergehend. Ich wollte die Säulen auch einfach so stehen lassen, weil es gut aussieht. Was meinst du jetzt? Ja, die inneren Säulen, oder was meinst du? Ja, genau. Da kann man ja die Schilder dann dran klatschen. Deshalb macht ja, die man wollte das ich ja sowieso stehen lassen. War nicht nur so eingrenzt, das wollte ich auch so machen. Dann. Ja, schon klar, aber ich wollte, dass du die eine Wand innen jetzt abbaust, die ich gerade neu hochziehe, und dass du dann gleich die Säulen stehen lässt, nicht, dass wir das alles zweimal ausheben. Weißt du, ich denke immer, ist wie was meinst du jetzt? Aua. Dass du hier... Moment, wie ist das nochmal? Ach, du willst komplett abbauen. Und dann hier nochmal zwei. Ach so, ja, jetzt verstehe ich, was du meintest. So, und dann kommen hier hinten erstmal einer Kisten drauf und dann kann man da später noch einen Weg reinbauen. Ich frage jetzt nicht, warum das Dach nicht vernünftig zu ist. Hallo Schaf, wie geht's dir, Schaf? Kastriert? Jetzt haben wir hier aber eine... Moment mal, dann müssen wir es aber noch ein weitermachen. Erklärung? Weil, jetzt haben wir hier eine einzelne Kiste, dann würde dann hier sein. Habe ich doch gerade gesagt, da ist vorübergehend eine einzelne Kiste, später kann man da zum Beispiel in einen anderen Lagerraumbereich gehen oder in die Schmiede oder in den Enchantment-Raum. Der Schlau. Der hat da was schon Kopf drin und da sind keine Steine. Könnt ihr pennen? Sag soll ich einfach mal Nein schreiben? Ah, Schaf, geh weg da. Diese Nein schreiben so mit so. Ich auch. Wir machen das ja mit Absicht, ja. Also wir könnten schlafen, aber wir wollen es aus Prinzip nicht, wegen ihm. Ja. Dr. Abokal. Es ist irgendwie scheiße, wenn wir beide denselben Block bauen. Bisschen. Also ich hau dieses Schaf noch weg, ne? Das nervt mich gerade so. Gut. Lass dann auch noch, da hinten in die Tür können wir zum Beispiel einen Ofenraum bauen, das mache ich immer gerne. Ja, können wir machen. Das haben wir noch, kannst du mir eine Craft, ich hole mir einfach selber eine. Oh, hier sind Charcoal drin. Was wolltest du machen? Die hast du noch gegeben. Ich mache jetzt in der mittleren Säule mache ich erstmal den untersten Block weg und pack da eine Workbench. Du hast gesagt, Junglewood brauchen wir, dann gehe ich mal Holz farmen. Okay, schlechte Idee, Holz zu farmen. Oh, der hat eine Schaufel, ich will die Schaufel haben. Der hat eine Eisenschaufel, ich will die Eisenschaufel haben. Ich mal bauen. Komm her, du Wichser, ich hau dich kaputt. Ich hab die Eisenschaufel nicht gekriegt.
Ich liebe es, Zombies mit Gegenständen zu hauen, weil die öfters mal was droppen. So wie gestern meine Goldrüstung, Ich die habe schon jetzt drei komplett kaputt Kisten schon mal ist. gemacht. Hast du noch drei Kisten? Ich habe keine Kisten mehr. Doch, Du habe hast ich. doch Ich drei. habe noch drei, ja. Dann kannst du ja schon mal Ja, hier mach ich gerade gleich. bei Ich mir klatsch leben, gerade wenn einen du Zombie. willst. Welches Level bist du? Drei und du? 11. Ihr habt gestern wohl noch ein bisschen länger gespielt? Nein, nur ein paar Minuten. Ein Part. Nicht mal ein Part. Hauptsache hier stehen Peonien. Hinter dir kommt ein Skelett. Weiß. Wieso spielen wir auf der Part, ey? Das ist mega behindert. Ich meine, normal Ja. hätte normal gereicht. Also ich finde, normal ist ein guter Schwierigkeitsgrad. Ja, vor allem wenn man ohne Mods spielt und so. Mit Waffenmods und so hätte das vielleicht geklappt, so. Total die Enchanting-Mods drauf. Da ist ein Creeper! Wo? Hinter Lager, beim Okay, Lagerhaus. du haust nie einen Creeper, okay? Ja, bei mir lag das auch alles so schlimm. Ja, bei Nur mir weil doch ich da irgendwie auch. so... Ja, bei mir lag das gleich noch ein bisschen schlimmer, weil ich schlechtere Leitung habe als du. Ich bin einfach die Lags gewohnt. Verstehst du? Melone? Oh, ich geh Das mal. ist erst tot. Doch, du stellst die Kisten so super auf, ey. Wie, was? Wie willst du es Wie machen? hast du sie Besser? jetzt doch nicht übereinander gestellt? Übereinander. Hey, ich wollte das noch nicht. Ich habe von Anfang an gesagt, ich will das so Ja, machen. du hast das dann aber eben gesagt, okay, wenn du das unbedingt willst, dann können wir das doch so machen. Ja, dann kannst du auch machen, aber ich will es nicht machen. Okay, wir brauchen Schilder. Lass uns erstmal die unterste Kiste für Crap nehmen. Ja, ich würde sagen, in die Kisten packen wir Dreck, Stein und sowas. Also Ich und packe da jetzt gerade allen Crap rein, den ich nicht brauche. Ich will eine Pflanzenkiste auf jeden Fall haben, für dich und mich. Und reicht eine Pflanzenkiste oder willst du unbedingt eine eigene haben? ja, ich würde dann auf jeden Fall eine für Anpflanzsachen und eine Vorerst für meine ich. ja, keine Ahnung. Ich ganz unten packen wir ja, okay, orten wir es nicht. Ich pack ganz unten jetzt den Dreck rein. Ja. Aha. Irgendwer hat mir geschrieben. Warte mal kurz. Minecraft-Projekt. 10 Leute. Ich sollte nicht rausgehen, oder? Ich bin gerade gesprintet, das hat zu Tode gelaggt. Gut gemacht, Spiel. Spätestens am Sonntag oben, nett. Was? Hat er es gesagt? Unser Timer klingelt. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen, Leute. Wir stellen uns jetzt nochmal kurz hier hin. Kommt du in die eine Ecke, ich in die andere. Und dann epischen Bossfight. Nein, in die andere Ecke da hinten. Ach so. Und jetzt epischen Bossfight. Okay. Hoffe, es hat euch gefallen. Tschüss. Ciao.